So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob wir zuerst oder gehen wir später dahin. Da haben wir ja noch den Händler Anger. Ja, eigentlich müssen wir den zuerst machen, ne? Finde ich auch. Aber dann müssen wir uns wieder nach unten teleportieren. Da ist kein Danach. Teleporter in der Nähe, nicht so wirklich in der Nähe. Nee, wir müssen noch den Mabon-Markt nehmen. Ja, dann lass uns hier jetzt nach links gehen und dann im Anschluss runter. Würde Okay. ich sagen. Ich hasse Machen diesen wir. Posten. Wir sind mitten im Nirgendwo und haben nichts zu tun. Jemand Ich sucht sehe dich Metall. heimlich ab. Oh Gott. Wo? Ach so, du hast einfach nur Zero ständig die falschen Tasten drückt. Nein, ich hatte einfach nur die fa falsche, falschen Elementar drin. Huch. Der muss hier irgendwo sein. Ach, das da. Jetzt sagt Zero, wir sind nicht mehr Eisen, sondern Metall. Ja. Ihr lernt dazu. Willst du So, hin? da hinten ist noch Holz. Und wir wollen ja eh in die Okay. Richtung. Ja. Ja, beim letzten Mal, als ich alleine geguckt habe, was ich schon herstellen kann, habe ich festgestellt, es ist viel zu wenig. Boom. Winziger Fangzahn. Ich finde den Sumpf echt geil. Hier hätte ich gerne so eine Hütte. Ach, den hätte Im ich gar nicht Sumpf? angreifen müssen. Egal, zu spät. Nö. Zero tötet sinnlos Tiere. Nein, Erfahrung. Auweia. Uch, was habe ich denn da bekommen? Vitale rustikale Maske. Pff, sinnlos, sagt sie. Sinnlos. Ha, zieh ich direkt mal an. Kannst du die anziehen? Ja. Cool. Sieht sie so gut aus? Weiß ich nicht, das ist ja nur so ein. Ah, so ein Riesenaugenbrau ist das bei mir jetzt gerade. Ach so, das Ding. Ja, okay, das sieht wirklich aus wie so eine Riesenaugenbraue. Ey, bleib hier, guck mich an. Guck mich an. Ey. Sieht irgendwie lustig aus. Okay. So, okay, Gut. ich komme mal kurz auf die Karte. Rechts. Links Teleporter, runter Heldenpunkt, runter Wegmarke, Sehenswürdigkeit. Wir gehen jetzt so. Warte, ich zeig dir es am besten. Zack, Ja. zack, 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 zack. So, ne? Ah, das klingt nach einer richtig guten Idee. Ich habe ihn verloren. Da ist er. Ich hab dich ausgetrickst. Ich bin zuerst nach rechts, sondern sofort nach links Ja, gelaufen. genau. Ist das ein Warnzeichen? Ja. Reparieren. Oh komm, ich repariere das Warnzeichen. Boah. Ach, das gehört alles schon zur Quest. Oh, guck mal, da kommt Ja, ein wäre ich auch gerade. Werwolf angelaufen oder so. Werwolf? Oh, Nee, wie? hallo. Was ist das? Ist ein Troll, ist ein Dschungeltroll. Oh. Okay. Jedenfalls die Quest. Repariere die Schilder, entzünde die Fackeln und sichere die Straße gegen Gefahren. Zerstört Troll, Trophäensperre, vergiftet Trollfutter und vertreibt Trolle. Okay, ja, ein paar Trolle haben wir jetzt schon vertrieben. Anzünden. Die Sachen anzünden, Speere und Trolle töten. Doisy. Ja, ne, finde ich auch. Na ja, gut, wir sind ja noch im Startgebiet. Das ist alles noch ein bisschen easy. Ich finde es so witzig. Ich habe mir ja einen zweiten Charakter gemacht in der Zeit. Ich schon mal ein bisschen erzählt. Und der ist mittlerweile auch Level 17. Also was heißt auch? Der ist Level 17 und der ist jetzt schon ein Gebiet weiter. Was soll denn das? Ich habe einen Streitkolben gefunden. Wieder nichts für mich. Ja, und? Was soll ich? Ich will auch mal was Neues haben. Ich laufe immer noch mit meinem billigen kleinen Minirock rum. Wie so eine Schlampe bin ich. Tja. Muss ich doch auch mal was tun. Sonst muss ich noch Sachen kaufen oder selbst herstellen. Ey. Ich muss dir mal Wie vorstellen, ich selbst herstellen. und arbeiten für etwas, was ich bekommen sollte. Ja.
Ach ja. Der arme Zero. Ja. Ich finde das voll fies. Tja, und ich bekomme in der Höhle dieses tolle Cape. Ja, weil ich es nicht tragen konnte. Deswegen hast du es bekommen. Ja. Ich Wie weiß. Immer eigentlich. Immer wenn ich irgendwas nicht tragen kann, bekommt sie es und das ist immer richtig gut. Tja. Oh, ich habe einen Stab gefunden für mich. Oh. Natürlich ist er schlechter. Ich meine, wenn ich was bekomme, ist es natürlich schlecht. Tja, merkst du was? Ja, das Leben ist gemein. Die Spiele sind gemein, nicht das Leben. Ach oh, cool, ich habe die Quest abgeschlossen. Echt schon? Ja, ich finde hier irgendwie die ganze Zeit nur Trolle. Alter, was ist denn los? Ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Sachen von den Trollen. Und das sind Sachen, die ich nicht tragen kann. Ether-Schlüsselteil? Vielleicht kann ich die ja tragen. Zum Benutzen Doppelklick. Doppelklicken, um 5 Ether-Schlüsselteile zu einem kompletten Ether-Schlüssel zu sehen. Okay. Okay, ich habe ein Ether-Schlüsselteil. Das ist bestimmt für den Gnomen mit der Schatztruhe. Ja, wer weiß. Ah, ich hab den auch. Was, so ein Schlüsselteil? Hm? Woher? Eins jedenfalls. Ja, irgendwo bei den Trollen gefunden. Na gut. So wie du halt. Die Trolle droppen richtig viel Stuff. Eigentlich war cool, ne? Krass. Weil so viel mehr habe ich gar nicht gefunden. Das war jetzt das einzig wirklich Gute. Ich habe jetzt keine Rüstung gefunden oder so. Ich habe einen Stab gefunden, ich habe einen Streitkolben gefunden, ich habe Schultern gefunden, ich habe Ether-Schlüsselteil gefunden. Alles ja, bei den Trollen. Wir sind dem beschwert, dass ich bei mir. Das Spiel hat einfach gedacht, nein, armer Zero, ich mobb dich doch nicht. Und gib mir Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Ja, aber er gibt dir Sachen. Oh, eine Quest noch, dann haben wir alle hier in diesem Gebiet. Ja, ist cool. Das ist die da unten, die Quest. Aber wir gehen ja jetzt die Straße entlang. Hm. Wollen wir die Straße zum Glück? Die Straße zum Glück? Weißt du so? Nee. Erz, Erz, Erz. Erz, 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 Erz. Oh, ach, da, ich seh's. Nein! Und natürlich verärgert er die Trolle wieder. Ja, die geben Loot. Ja, und? Guck mal, ich habe noch welche mitgebracht. Warum tust du das? Weiß nicht, die geben Loot. Wo ist das Erz? Ach. Drecksvieh, verzieh dich. Veteran muss Herz. Wir haben ihm doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber gleich, du Freund Blase, ey. Oh oh. Spüre mein Feuer. Ich habe gehört, dass Feuer gut gegen Pflanzen sind. Ja. Wenn wir ihm nichts getan haben, weißt du, der greift uns ja voran. Tja. Natürlich kriege ich einen Bogen. Leck mich. Ist doch cool. Für wen? Für dich oder für mich? Ein Großherz. Nee, um Gottes Willen, den Zweig will ich nicht aufheben. Du hast den Zweig aufgehoben. Oh, cool. Ach nee. Ja. Ich bin wieder abgeworfen. So, der Bogen. Ey. Ja. 193 bis 213 plus 25 Präzision. Danke. Freue ich nicht. Habe ich mir schon was gedacht. Den ich vorher gefunden habe, der war besser. Ja. Und so. den ich habe, der ist noch besser. Ups. Passiert, wenn ich Feuer anhabe anstatt Blitz. Punkt. Ja. Und hier geht es in ein ganz Sprung anderes zurück. Gebiet, ne? Ja. Ah, okay. Ja. Solange wir kein Portal finden, bleiben wir in dem Gebiet. Das ist gut zu wissen. Ja, das ist wirklich gut zu wissen, ne? Da sind wir ein bisschen. Hast du da auch noch Erz gefunden? Ansonsten sind wir da falsch. Ja, aber hier geht's irgendwie rein. Schattenkobold. Ja, aber nicht tief. Guck mal kurz nach.
Nö, geht nicht tief rein. Das ist irgendwie nur so eine Art Elefantenfriedhof für die komischen Riesenzweige. Weil wir höchstwahrscheinlich auch. Okay. Ja, sie doch einfach alle. Ja, ich bin weg. Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. So, der Heldenpunkt ist da oben, soweit ich gehört habe. So, ich habe sie dann einfach mal alle besiegt. Voll Oh Gott, ich werde vermöbelt. gut. Ja, selbst schuld. Lässt er mich einfach zurück mit den Tieren. Haha, ich habe mich an ihnen geheilt. Und wo bist du jetzt hin? Winziger Dornbeutel. Nadeln. Ätherschlüsselteil. Schon wieder. Und ich habe einen Dreizack gefunden. Wo bist du hin? Oh, ich kann den Dreizack tragen. Ich habe eine neue Waffe. Schatz, ich habe eine neue Waffe. Ja. Mit den gleichen Fähigkeiten. Ich habe hier den Heldenpunkt, ne? Nur so. Also nur weil, also nicht weil ich den, genau, weil jemand anders den ausgelöst hat. Ja, nice. Gut. Da unten ist irgendwie noch so ein Boss oder so, ne? Ja, keine Ahnung. Auf meine Minikarte zeigt er da unten Boss an. Oh, egal. Hier ist noch ein Teleporter. Hatten wir den nicht schon? Nein. Nee, Tatsache. Und noch ein Portal. So, dann gibt es hier die Geht schon ziemlich. Sehenswürdigkeit. Eine Sehenswürdigkeit fehlt uns noch. Oh. Nice. So. Und das Herz da unten ist ein bisschen gefüllt schon. Achso, wir sind schon dabei. Hilft den Hainhütern Ach im so. Berg Sulensumpf. Vernichtet die verderbten Pflanzen, Hüllen und Dornen. Überwindet den Albtraumhof und seine Handlanger und befreit die Gefangenen. Das kriegen wir hin, wenn ich hier irgendwie welche mal sehen würde. Ja. Durchlaufen wir bis zum Wegpunkt. Ah, da sehe ich ein paar. Wie wir schon fast ein Viertel, wie ich schon fast ein Viertel gemacht habe. Ach, hier ist die Stadt. Nö, ich nicht. Wie ist das? Okay, aber das gehört schon ziemlich viel dazu, was man machen kann. Ja, aber gibt jetzt nicht wirklich einen riesen Fortschritt. Nö. Ich glaube, die ganze den Fortschritt habe ich gerade bekommen, als wir beim Heldenpunkt waren. Da waren ja überall die Dorngegner da. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Okay. An dieser Stelle gibt es den World Boss demnächst wieder 19:15 Uhr. Okay. Aber werden da Zero und ich nicht ein bisschen ablosen bei? Den Feldenboss. Okay. Naja. Ja, ne, ich kenne diese Art Bosse kenne ich aus WoW auf jeden Fall. Die geben sehr guten Loot. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, nein, nur eine halbe Stunde dann sozusagen. Ich bin das Feuer. Ich bin Regen und Eis. Ja, gut, okay. Was? Es sammelt sich ein Zerg. Also, ich verstehe das jetzt so, dass da so viele Leute sind, dass das nicht viel ausmacht, wenn man da, glaube ich, noch nicht so mit Schaden macht. Das war wie das eine Mal, als wir ganz viele Leute gesehen haben. Genau. Also ich hoffe natürlich, dass mein Stream da nicht abschmiert. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die Einstellungen relativ hoch machen können und ich bin echt zufrieden. Also, es sieht aus, als wenn der Stream sehr, sehr flüssig läuft. Und ich hoffe, dass die Qualität genauso sehr, sehr gut ist. Also, was heißt sehr gut? Oh Gott, verzieh durch. Weg von mir! Ich habe eine Fähigkeit, die sie wegschleudert, das ist so cool.
Ach, guck mal, ich bin sogar... Oh, ich bin Level 20. Oh mein Gott, ich bin Level 20. Wie cool. Das heißt, als nächstes kommt wieder ein bisschen Story und so. Ja, wir haben ja das Gebiet sowieso gleich abgeschlossen. Dann passt das ja sogar. Ja, finde ich auch. Cool. Oh. Yeah. Den rüste ich sogar aus. Ich habe was gezähmt. Und das wirst du cool finden. Oh, was denn? Diesen Lindwurm. Die überall rumrennen. Davon habe ich jetzt einen. Nice. Ja, so ist das immer, ne? Wenn man die Jungtiere gerade nicht sucht, findet man sie. Ich spüre meine Rune. Und die. Oh. Riesiges Arschloch gewesen. Muss ihn umbringen. So, wo bist du? Ach, du bist hinten damit, ne? Ja, und ich habe meine Quest abgeschlossen. Ja, ich auch. Ich warte jetzt hier auf dich, dann gehen wir nämlich zur Sehenswürdigkeit. So, genau. Persönliche Geschichte Kapitel 2. Ringe. Ah, cool, ich kann jetzt Ringe tragen. Sprungrätsel. Hä? Sprungrätsel sind... Ey, greift ziemlich an hier. Ich bin cool. Sprungrätsel sind Mini-Verliese, die in ganz Tyria versteckt sind. Jedes Sprungrätsel kann einmal täglich abgeschlossen werden, um dafür eine Belohnungstruhe zu erhalten. Ah, das ist das wie mit dem Pirat wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Eisenring, Zustandsschaden, Kraftzähigkeit. Ja, dann nehmen wir die noch. Nice! Oh, das finde ich ja cool. Siehst du, dann habe ich gleich meinen ersten Ring. Jetzt habe ich sogar schon 2 Äther-Schlüsselteile. So, jetzt habe ich auch mein Level up. Cool. So, Ringe. Persönliche Geschichte, ja. Zustandsschaden, Kraft, Zähigkeit. Ach, du bist sogar da unten. Oh Gott. Ja, dann liest dir das mal alles in Ruhe durch. So. Persönliche Geschichte 3. Ja, ich bin fertig. Ja, ich komme zu dir. Was? Wildwuchs? Ach so, ja klar. Die. Yay! So, haben wir jetzt hier alles abgeschlossen oder was? Nein, 94. Uns fehlen noch 2 Wegmarken. Und ein Panorama. Und eine Sehenswürdigkeit. Und, ah, die Sehenswürdigkeit genau, ist sehenswürdig- noch. Ja, genau, die wollte ich auch gerade sagen. Die liegt direkt auf unserem genau. Weg. Ja, stimmt. Ach, hier ist alles zusammen versammelt. Ja. Warte. Ja. Wo bist du denn jetzt hin? Ach, da. Hm? Die restlichen Sachen sind alle unten zusammen versammelt. Hm. Dann kriegen wir eine hübsche Truhe. So. Ja, aber ich bin übrigens dafür, dass wir gleich bei dem Event mitmachen. Beim World Boss. Oh, meinetwegen. Was sagst du dazu? Können wir machen, aber dann müssen wir gucken, wie wir das mit dem Stream machen. Wir wollten jetzt 2 Stunden machen und dafür nächste Woche gar nicht. Keine Ahnung, ach, wir machen einfach so lange, wie es geht und dann... Keine Ahnung. Ich muss ja auch die Folgen irgendwie einteilen und alles, ne? Ja. Ja, von mir aus machen wir halt 2 Stunden. Denn wir sind jetzt eh schon über einer drüber. Ja. Mhm. Ja, dann machen wir 2. Das heißt, Leute, ihr habt uns jetzt noch genau 1 Stunde an der Backe. Also 50 Minuten circa. Oh, ich bin gerade dem falschen Typen hinterhergerannt. Ja, ja, so sind die Frauen. Kurz nicht aufgepasst, haben sie einen neuen Macker. Nein. Das war aus Versehen, wirklich. Ja, ja. Dafür setze ich jetzt den Buff ein. Ganz ehrlich, selbst schuld, wenn du wegläufst. Pü. So ist es, wenn der Mann wegläuft, dann sucht die Frau sich einen neuen. Ja, ha? Du läufst mit der hier? Ich versuch's. Was natürlich interessant zu wissen, wer, wo der nachher erscheint. Ja, irgendwo da, ne?
Wird wahrscheinlich auf der Minimap angezeigt. Nehme ich mal. Ja, das kann sein. So, Teleport. Yay, endlich. Und Panorama suchen. Link und sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, Zero hat es schon gefunden. Nö, ich laufe einfach in die Richtung. Und immer hoch. Okay. In die Richtung, ja. Und immer hoch. Ja, easy. Ach, das ist ja ganz easy. Ja. Yay. Ich will nicht mit dir reden. Achso, wir müssen noch höher. Ja, ich sehe schon. Yay. Ist ebenfalls nervig. Und ein Asura aus der Abtei Doman geht mir echt unter das Fell. Ich weiß nur, sie kommen aus einem fernen Land und leben hinter dieser Mauer. Sagt mir, was genau hat euch dazu gebracht? Schick, schick, schick. Okay, die Person da hinten sieht wichtig aus. Siehst du, Dani sieht das auch so. Ist der Mann weg, muss ein neuer her. Ja, ja. Also lauf nicht weg. Die sehen aber komisch aus, die Händler hier. Naja, halt ein bisschen, marinemäßig. Nee, die haben irgendwie eine Papiertüte im Kopf, weil sie so hässlich sind. Ich weiß nicht. Guck dir doch mal das Gesicht an. Papiertüte? Wieso denn Papiertüte? Die haben doch gar nichts. Aber guck mal in die Augen. Hä? Die haben irgendwie eine Maske auf, ja. Das ist eine Papiertüte. Also, Quatsch. Das sind Blätter oder so. Keine Ahnung. Die sind hässlich. Die müssen ihre Hässlichkeit verdecken. Oh. Wie schreiten eure Abenteuer voran? Man sieht alles ziemlich wichtig aus, ist es aber nicht. Ja, ne? Löwenstein schafft man's oder man geht unter. Die Frage ist, warum hat sie überhaupt eine Kriegsbemalung, wenn sie eine Maske anhat? Na, die Kriegsbemalung sieht man ja da drunter vor. Ja. Das ist doch dämlich. Zwiebeln! Yay! Cool. So, direkt mal Schrott verkaufen. Ach, ja. Macht mir keinen Ärger. So, der Bogen kann weg und oh, ich habe hier doch die Dornbeutel alle. So, Haufen glitzernder Staub, cool. Winziger Totem. 3 Stücke Butter. Ja, ist doch cool. Winziger Totem. So. In letzter Zeit kommen viele Reisende. Rohlederstücke, hey, cool. Siehst du, nice. Hey, was nice? Ich habe Rohlederstücke bekommen. Oh, cool. Das ist, ja. Davon bräuchte ich ziemlich viele. Beziehungsweise, so also ein paar habe ich ja schon. Aber ja, das ist so mein Hauptmaterial, was ich brauche fürs Ledern. So, wollen wir den letzten Teleport holen? Geht einfach an die Stelle zurück, wo, wenn er erscheint, wird die Masse euch zeigen, wo ihr stehen müsst. Ah, okay, alles klar, ja. Eigentlich, ja. Hätte mir fast klar sein sollen, ne? Joa, wir haben aber nur 25 Minuten Zeit. Können wir uns später einfach importen. Ja, naja, klar, logisch. Nö, na bis dahin können wir ja schon mal andere Sachen machen.